Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Sam. Das ist nicht seltsam, das kennst du doch. Das ist doch wirklich nichts Neues. Nein, komm bitte aus dem Wasser raus. Alter. Okay, wir müssen definitiv unsere Heiltränke aufladen. Auffüllen, nicht aufladen. Das riecht schon hier schon. Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich mir vorgenommen, dass wir an der Hauptquest weitermachen. Für die Leute, die nicht mehr wissen, wo wir waren. Wir müssen jetzt uns am Rande von Hogsmeade mit dem lieben Hauself treffen. Oder Elf. Was auch immer. treffen und dann gehen wir. Ich hab doch gerade. Revelio. Ah. Und dann gehen wir mit dem lieben zu einem Grab der Hexe wegen dem einen Helm. Das ist der Plan. Aber erstmal Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Habt ihr schon mal Butterbier getrunken? Es gibt ja im wundervollen Internet ein Dutzend Rezepte, wie man Butterbier auch zu Hause herstellen kann. Mit Alkohol, aber auch ohne Alkohol. Ich habe es bis jetzt tatsächlich immer nur ohne Alkohol getrunken, mit Malzbier. Und Sahne war das, glaube ich. Und dann kam da noch irgendwas rein. Das fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ich hab's. Ah, sehen meine Äuglein da. Aber ich hab's tatsächlich auch einmal in England getrunken. In dem Harry Potter Studios in London. Würde ich gerne nochmal hin. Tatsächlich. Weil mir ist erst später aufgefallen. Ach, da sind wir ja schon. Moin. Mir ist erst später aufgefallen, dass ich einen kompletten Raum komplett vergessen habe. Und ich konnte es auch leider irgendwie nicht so richtig genießen. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Weiß ich noch nicht. So viele Orte haben wir jetzt noch nicht gesehen, meine Liebe. Was ich sagen wollte, ich konnte es gar nicht so genießen, weil ich wollte halt alles festhalten mit Bildern. Und ja, ich habe jetzt ein Dutzend Bilder, die ich mir wahrscheinlich dreimal in meinem Leben nochmal angeschaut habe. Und ja, ne? Bereit. Machen wir erstmal das hier. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Das ist ein richtig breites Kreuz, mein Freund. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkotts Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Er hat eine sehr angenehme Stimme, wollte ich nur mal sagen. Sehr angenehm. So. Da können wir wieder Flohsamen einsammeln, wenn ich das richtig sehe. Können wir rennen? Ja, okay. Hallo, da ist doch noch. Danke. Können wir das eigentlich zwischendurch jetzt noch hier mitnehmen, oder? Das ist doof. Gucken wir mal. Ja. Confringo! Feuer war es schon mal nicht.
könnte es. Nee. Was sind das? Accio! Levioso! Contringo! Okay, okay, warte, ist das ein Hinweis? Oh ne. Diese Steinchen, das müssen wir mit der. Also da sind drei Stück. Huch. Drei. Ach. Ach Mann. Lumos. Also manchmal, ne? Ne, sind wir im Kamm. Was ist das für eine Kampfmusik? Und das letzte Teil des Puzzles. Vielen Dank, Merlin. Ich frage mich ja, wie viele Rätsel uns noch auf den weiteren Wegen so bevorstehen werden. Kannte ich das? Ja. So. So, was ist jetzt hier für eine Kampfmusik? Soll ich den eben mitnehmen? Keine Ahnung. Nehmen wir eben noch die Pilze hier mit. Huch. Habe ich da etwa etwas im Hals? So. Können weiter. Entschuldigung. Oh ja, ich habe sowieso. Oh mein Gott, guck mal, wie schön. Oh, das wäre richtig toll als Wallpaper. Einfach toll. Wie weit müssen wir denn noch laufen? Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Aha. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Wir waren hier schon mal, wisst ihr noch? Wo ich versucht habe, hier irgendwas zu machen, was nicht ging. So. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Bestimmt. Oh ja. Ja, wir haben definitiv Fragen. Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Hoffe ich auch, mein Freund. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Jetzt ist mir alles klar geworden.
Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Dankeschön. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Ja, ich... Bitte, ich passen ich, Sie auf. Ja, ich versuch's. Ich kann wir nicht hier bleiben. Naja, wir haben sowieso keine Wahl. Hallo? Ah. Ei, ich habe gerade erst gesehen, dass wir nur zwei Heiltränke haben. Na, das ist ja nicht so gut. Okay. So. Ich guck mal eben noch meine Attacken durch. So, das passt. Das passt auch. Was bist du? Das bist du. Okay. Feuer hat er gesagt. Feuer ist gut. Wir haben einmal das hier mit Feuer. Incendio und Confringo. Okay. Oh Gott. Naja. Revelio. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich bin vielleicht, also ganz, ganz vielleicht nur ein Was ist das? Special Effects jetzt hier oder was? Ich bin ganz vielleicht ein kleiner Schisser. Aber nur ganz vielleicht. Okay, komm. Sei mal nicht so ängstlich. Verschlossen. Ja, aber gut, wir wissen ja, was das heißt. Der ist da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Matten. Seltsam. Das ist nicht seltsam, das kennst du doch. Das ist doch wirklich nichts Neues. Hallo? Achso. Okay, komm, wir schaffen das. Huch. Bei Merlins Bad. Revelio. Mann, wieso habe ich denn heute so Angst hier? Gott. So. Natürlich gehen wir erstmal überall dahin, wo wir. Vielen Dank. Wo wir nicht hin sollen. Weil ich nichts verpassen möchte. Was war das? Oh mein Gott, ich glaube hier. Hier ist das Grab, oder? Revelio. Okay, da ist Motte-John. Das sieht doch schon wieder wie eine Kampfarena hier aus. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter. Warum? Hör auf zu wackeln. Lumos. Kann ich eigentlich zwei auf einmal mitnehmen? Nur eine Frage für einen Freund. Nö, schade. Okay. Revelio. Haben wir auch nichts übersehen hier in dem Raum? Nee, okay. Lumos. Das sieht mir so aus. Es ist noch viel zu ruhig dafür, dass das ein Grab einer dunklen Hexe ist. Revelio. So, hier haben wir auch alles mitgenommen. Dann kommst du einmal mit mir, kleiner Fliegemann. Oh, guck mal die ganzen Verzierungen an der Decke, Alter. Ein
Hinter dieser Tür könnte ja alles sein, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht allein bin. Aber wenn du das schon sagst, dann, Revelio. Ich hätte keinen Kaffee trinken sollen. Oh nein, okay. Oh nein. Oh jo. Ausweichen bitte. Also. Komm, komm, komm. Stell dich mal nicht so doof an. Bitte komm noch einmal mehr. Komm, Tringo! Spiliamos! Levioso! Accio! Grazie! Incendio! Vendo! Okay, 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 okay. Kurz mal komplett die Luft angehalten. Aber gut. Das haben wir doch hingekriegt. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ach so. Okay. Ein bisschen Loot für uns. Das tut uns gut. Oh ja. Revelio. Wenn man versucht zu singen, um ein bisschen runterzukommen, aber es nicht wirklich klappt, kann ich hier hoch. Toll. Endlich mal machst du ein bisschen Sport, Frau. Oh. Okay. Hier haben wir, glaube ich, alles abgesnackt. Dann geht's weiter. Ihr könnt froh sein, dass ihr hier nicht durch müsst. Oh. Okay, 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 alles ist gut, wirklich. Revelio. Was erwartet uns hier? Hier müssen wir wieder Motten sammeln, glaube ich. Ich habe richtig geglaubt. Lumos. Hier? Tatsache. Und wenn ich es irgendwie antreiben könnte, dann ließe es sich vielleicht drehen. Ja. Einmal. Ist das das? Nee. Ja, okay, ich hab's gedreht. Ah, so. Das habe ich eben nicht gesehen. Da war ich noch im falschen Zauberspruchmenü. So. Nee. Mach mal nicht diesen, oder? Wo ist denn. Kann ich jetzt einfach von hier? Lumos. Ja. So. Schön weit zurückgehen. Was haben wir hier? Mehr Jungfrauen und. Keine Ahnung.
Revelio. Nur mal kurz abchecken. Ja, ja, ja. Okay. Ich rieche es doch. Wir sind gleich wieder hier im Krieg. Gegen die Untoten. Oh. Wo kommen wir hier hin? Oder geht's hier weiter? Wie es mir scheint, geht es hier weiter. Deswegen gucken wir erstmal da. Revelio. Oder führen viele Wege nach oben. Und hinab. Der einzige Weg. Dann gehen wir doch mal. Ich glaube, da geht's weiter. Na komm. Einmal hoch. Gehen wir mal hier erstmal gucken, was es hier gibt. Ah, hier gibt es Revelio. Loot, alles klar. Was möchtest du hier von mir? Ja, okay, aber. Okay. Nee. Vor muss näher heran. Contringo! Oh, nee. Kann man denn so unlucky sein? Akio, bitte. Akio. Das habe ich. Ach, kommen wir eigentlich da hoch, wenn wir da jetzt runtergehen? Frag für einen Freund. So. Vielleicht hilft dir Akio. Hab's doch schon geschafft? Oder ist hier noch mehr? Na nö. Was ist das denn da für ein Spalt? Revelio. Das müsste es ja jetzt gewesen sein hier, oder? Oder gibt es noch irgendwie... Nee. Was ist das für ein Geräusch? Gut. Ah, Ratten. Ist klar. Ich glaube, das war's. Gehen wir mal... wieder hier ins Räumchen. Revelio. So. Hier haben wir noch ein bisschen was zu stibitzen. Und einmal. Revelio. Da oben gibt es noch was. Revelio. Wie praktisch, wie praktisch. Dann machen wir dich einmal. Können wir da eigentlich. Ach, können wir. Toll. So. Luther Queen ist. Fliegt wieder zu. Kommen wir von hier? Ja, ja, ja. Revelio. Dann. Ah, oh, ho, ho. Haben wir hier fast was vergessen? Das war's hier, oder? Ja, dann gehen wir jetzt einmal hier runter. Da geht es weiter, also gehen wir erstmal hier hin. Okay. Contringo! Nee. Akio.
Ach so, so kommen wir wieder zurück. Super. Das ist gut. Das heißt, wir sind aber auch fast durch, oder? Müssten wir ja dann eigentlich. Revelio. Oh nee. Das sieht wieder aus wie eine Kampfarena. Irgendwie sieht alles aus wie eine Kampfarena. Hier. Probier's so. Knappe Sache. Kannst du da hoch? Das war doof. Ja, ich vergesse manchmal, dass ich ja auch einfach normal Piu Piu machen kann. Was habe ich gesagt? Das sieht aus wie eine Arena, ne? Wo muss das hin? Hier haben wir nochmal den Schlüssel. So, dann haben wir hier noch einen Freund. Wie komme ich denn da hoch? Frag für einen Freund. Kann ich das auch dahin machen? Braucht der zwei? Nee. Dann denke ich mal, dass wir... Also. Denke ich mal, dass wir den hier machen müssen. Lumos. Und den hier. Ach, wenn wir springen, ist das ja auch weg. Okay. Was ist das? Ach so, warte mal. Können wir Lumos ihn hier hin tun? Ja. Alles klar. Und dann machen wir einmal. Nee, du gehst aber auch immer einen vor, ne? Na komm, komm, komm. Mach mal ein bisschen hin. Oh Mann, alles klar. So. Das wirkt ja noch komplizierter.
Lumos. Und einmal rein mit dir. Können wir da eigentlich... Natürlich nicht. Oh, hoppala. Geh doch da hoch. Nein. Okay, 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 okay. Ach so. Sind wir wieder im Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Ja. Nein. Jo, bitte. Schnell. Okay. Oh. Ich wollte Revelio machen. Wo geht's hier lang? Die Hexe hat aber ganz schön viel Loot in ihrer Grabkammer, ne? Das ist sehr gut. Müssen wir gleich aufpassen, dass wir nicht wieder zu voll sind. So. Dich hätte ich fast übersehen. Dann. Da oben haben wir sogar noch ein Ding. Das habe ich gar nicht gesehen. Na komm. Ich wollte gerade sagen, das schaffst du aber. Lumos. Du kommst einmal mit mir, bitte. Sesam, öffne dich. So, wir haben... Die letzte Ruhestätte der Hexe. Ja. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Ja. So. Wir haben nur noch einen Heiltrank. Revelio. Bruh. Echt jetzt? Wow. Das wollte ich nicht. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Das sollte ich Lodgok zeigen. Ja, wahrscheinlich hat er schon den Helm. Deswegen ist er so mächtig. Wie das aussieht. Incendio! Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Ja. Sekunde. Verbringung. So, was können wir hier noch anzünden? Können wir hier noch irgendwas an Feuer anmachen? Außer diese Schalen hier. Confringo! Geht doch denn nicht. Incendio. Ach so, habe ich schon. Fertig. So. Revelio. Habe ich alles? Was ist das? Ja, das ist dieser Schlüssel. Ja, dann. Ach so, der Weg, wo wir wieder hoch konnten. Ah, das war wahrscheinlich, falls man diesen einen Raum mit der Truhe nicht gesehen hat, dass man wieder hochkommt. Okay. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ein ganzes Lager von Rookwoods Leuten? Ich brauche vielleicht Hilfe. Nur leider haben wir keine Zeit. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen.
Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ja. Aber wir waren ja schon mal hier. Ist der Hundi auch wieder da? Ah ja. Nervioso. Ach hier. Wingardium Nervioso. Meine Güte. Also manchmal klappt es ja besser als andere Tage, ne? Ja, tut mir leid, Toni. Vielen Dank für dein Fell, mein Lieber. Rest in peace. Rest in peace. Ein Schloss? Oh, muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja, hier waren wir auch schon drin. Ne? Revelio. Ja, 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 ja. Das haben wir hier schon erledigt. So. Frag mich, was das für Lederlichter sind. Okay. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Ich habe immer nur noch einen Heiltrank. Eigentlich sollten wir das erst ändern, bevor wir hier weitermachen. Aber ich weiß da nicht, ob die. Ich weiß nicht, ob dann die Mission abbricht. Da sind sie, die Erschwinderinnen. Okay. Fehler. Cool. Erledigt der Waldtroll das für uns? Etwa? Das wäre schön. Expulso! Wir warten einfach hier kurz mal im Busch. Jetzt ist es persönlich. Expulsor! Halt die Mann. Expulsor! Können die denn überhaupt schauen? Ah ja. Expulsor! Was hast du? Ach, das heißt, dass wir gleich gegen den Troll kämpfen müssen. Naja. Komm bitte aus dem Wasser raus. Komm bitte aus dem Wasser raus. Alter. Hallo. Das ist blöd. Junge. Hallo? Okay. Nochmal. Ich nehme mir was. Wer ist da? Greifen die jetzt den Troll an? Sneaky Vicky?
Weil gegen die und den Troll will ich, ich nicht. Hast du eigentlich noch einen anderen Zauberspruch, mein Lieber? Okay. Ist das der letzte? Okay, gut. Dann, Ach nee, nicht schon wieder. Komm. Okay, komm. Komm. Er ist fast. Aber ist doch, hier ist doch ein J. Wir brauchen dringend einen Heiltrank oder so. Gibt's hier bitte irgendwie? Das wäre voll toll. Wenn's hier irgendwas gibt. Trollpurpel. Ach, okay, mein Leben. Was ist eigentlich mit euch los? Könnt ihr vielleicht wieder zurück ins Wasser, bitte? Ihr Arm. Okay. Das ist es. Das ist für Rookwood! Nein, was bitte. Komm, Fringo. Ach, hier. Ey, was ist los? Was? Ich war hier gar nicht fertig mit Looten, oder? Nee, hier war nämlich noch was. Ist nur noch der eine. Okay, das sollte ich eigentlich hinkriegen, oder? Ja. Yeah. Okay, wir müssen definitiv unsere Heiltränke aufladen. Auffüllen, nicht aufladen. Das riecht denn hier schon wieder. Kann ich hier runter? Na nö. Okay. So, jetzt nur noch Oh Gott, hast du mich erschrocken. Jetzt noch unbeschadet zurück zu ihm kommen. Hast du dein Testament geschrieben? Nein, habe ich aber auch nicht vor, mein Lieber, weil ich nicht gegen euch kämpfe. Jeder Hund ist, glaube ich, wieder da, ne? Huch.
Das bedeutet, der andere ist auch da. Oder? Oder ja, oder nein, oder nein. Nee, okay. Mal gucken, was er uns jetzt sagt. Haben wir den Helm jetzt eigentlich gekriegt? Oder was haben wir eigentlich... was haben wir eingesammelt? Bestimmt, oder? Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Hallo. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Ja. Abgeschlossen. Aber weißt du vielleicht irgendwas, was ich noch nicht weiß? Suspicious. Aber irgendwie alles ist. Irgendwie ist alles für mich hier suspicious. So, dann. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ja. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ach, Sebastian. Ich habe die gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Mhm. Können wir machen. Darf ich jetzt vielleicht mich verabschieden von den Leuten, die bis hierhin geschaut haben? Ja? Dankeschön. So, dann... Wie ihr schon vielleicht gesehen habt, haben wir dann nächstes Mal wieder eine... keine Ahnung, man beendet eine Sache und kriegt 20 Sachen dazu, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir sind ja hier, um das Spiel zu genießen. Und mir dabei zuzuschauen, wie ich hier auf diesen Stein rumhüpfe. Ich bedanke mich ganz herzlich, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ich würde mich über ein Like freuen, wenn ihr das wollt und es euch gefallen hat. Falls ihr mir noch nicht folgt, würde ich mich auch darüber freuen. Aber das ist ja alles in eurer Hand. Deshalb würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.